Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich habe mich hier auf unserem Kanal schon ziemlich abgearbeitet am Londoner System. Und zwar, ich habe euch Angriffspartien mit Angriffsideen am Königsflügel gezeigt. Ich habe euch Partieanalysen gezeigt zum Londoner System. Ich habe ein Öffnungsvideo gemacht und ich habe dann am Ende sogar noch ein Anti-London-Eröffnungsvideo gemacht, weil viele sich ja doch schwer tun gegen das Londoner System. Und da habe ich so die Varianten gezeigt, mit denen man den London-Spieler am stärksten ärgern kann. Und ich war eigentlich relativ zufrieden mit den Videos, weil ich dachte, ich konnte euch da schon einen guten Überblick geben, dass ihr es einfach mal selber ausprobieren könnt und Erfahrungen sammeln. Und in meiner Zufriedenheit hat mich dann irgendwann ein Kommentar getroffen vom Jürgen. Und Jürgen hat geschrieben, ja, und was ist denn mit Jubava London? Ja, genau, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Klar, Jubava London System, das gibt es auch noch. Und das habe ich vergessen und wird heute nachgeholt. Wer ist Jubava? Badur Jobava aus Georgien, ein Schachspieler, sehr starker Schachspieler, inzwischen so ein bisschen abgesagt, aber vor allen Dingen ein sehr kreativer Schachspieler. Und der zweite, Richard Rapport, ein aktueller Supergroßmeister aus Ungarn. Und die beiden haben diese Öffnung oder dieses System, das ich euch hier zeige, populär gemacht. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über eine Öffnung, die man vor 500 Jahren oder so erfunden hat, sondern wir reden hier im Grunde über eine Öffnung, die es seit 5 Jahren gibt oder seit 6. Und das macht es natürlich auch interessant, dass man einfach etwas spielt, was jetzt nicht so ausanalysiert ist bis zum 20. Zug und irgendwie nochmal die Damen-Gambit-Variante oder nochmal italienisch. Es ist einfach ein bisschen frischer, ein bisschen neuer und viele Schwarzspieler werden sich damit auch vielleicht so ein bisschen schwer tun, werden sich wundern, was soll das? Und das macht es natürlich auch interessant. Dieser Name, Jubava London, den hat sich so ein bisschen Großmeister Simon Williams ausgedacht, der darüber auch eine DVD gemacht hat. Einfach zu Ehren von Badur Jobava oder weil er ihn gerne mag. Es ist noch nicht so der offizielle Name. Da muss man noch mal, was weiß ich, 10, 20 Jahre abwarten, was sich so durchsetzen wird. Ob man überhaupt jetzt hier einen eigenen Namen für vergibt oder nicht, müssen wir abwarten. Was aktuell gängig ist, dass man sagt, Rapport Jobava landen. Oder Rapport Jobava System oder Variante. Es ist eine D4-Öffnung für Weiß. Und nur mal kurz zur Erinnerung, Londoner System, ignoriert mal bitte die Züge für Schwarz. Das Londoner System zeichnet sich aus durch den Zug Läufer F4, meistens im zweiten Zug. Man kann auch zuerst Springer F3 spielen, das hat ein paar oder hat ein bisschen Nachteile. Habe ich auch in den London-Videos erklärt, brauchen wir hier nicht. Und es geht beim Londoner System nicht darum, sich Varianten zu merken, sondern eine Stellung zu merken. Und diese Stellung baue ich hier auf. Und auch die Zugreihenfolge, die ich hier zeige, ist ziemlich typisch. Und das ist die Grundstellung vom Londoner System. Das heißt, fast egal, was Schwarz macht, versucht man als London-Spieler diese Stellung hinzubekommen. Was einem wichtig ist, ist diese ganz stabile Bauernpyramide. Was einem noch wichtig ist, dass der Läufer außerhalb der Bauernkette steht und nicht hier drin eingeschlossen ist. Und dass man, Entschuldigung, dass man hier so einen schönen Läufer hat, der hier so schön rausschaut aus der Pyramide. Das ist so die Traumstellung vom London-Spieler. Und die Ideen sind zum Beispiel kurze Rochade. Und dann so der Bauernvorstoß E4, vielleicht sogar E5. Oder was es auch gibt, Dame aus dem Weg, lange Rochade und dann hier einen wilden Bauernsturm.
Das heißt, das sind so die grobe Ideen, die man aus dieser Stellung haben kann. Nun ist Eröffnungstheorie aber auch immer so eine Art Wettrüsten, so ein Wettbewerb. Das heißt, Weiß kommt mit neuen Ideen, Schwarz entwickelt was dagegen, dann kommt Weiß wieder. Und die Schwarzspieler wissen hier ja noch nicht, was kommt. Sie wissen noch nicht, dass es hier London wird. Das heißt, sie spielen einfach mal Springer F6 oft. Mit der Idee, wenn es jetzt vielleicht Damen Gambit wird, dass man irgendwie so ein Nimm zu Ende spielt. Und erst jetzt, nach Läufer F4, weiß Schwarz, okay, es wird London. Und gegen London funktioniert ein System sehr gut. Es ist so ein bisschen der Kampf der Systeme sozusagen. Und das ist die königsindische Verteidigung. Ist auch ein System, das heißt, man versucht auch als Schwarz eine Verteidigungsstellung aufzubauen. Und zwar sieht die so aus. Das ist so die Grundstellung von der königsindischen Verteidigung. Man hat den Läufer 4 enkettiert, der König steht hier ganz sicher. Und als nächstes plant man hier irgendwo die Bauernvorstöße C5 oder E5. Das ist so die Idee von der königsindischen Verteidigung. Man sieht, Schwarz verfolgt weiter seinen Plan. Und jetzt hat der London-Spieler seine Traumstellung erreicht und macht die Augen auf und guckt mal wieder, was hat eigentlich Schwarz gespielt und wird sich jetzt ein bisschen wundern, weil was bewirkt jetzt dieser Läufer hier großartig? Der guckt bloß auf den Bauern drauf. Was macht jetzt unser toller London-Läufer hier in der Pyramide? Der guckt auch bloß auf die Bauern drauf. Das heißt, die ganzen Vorteile, die wir vielleicht vom London haben, die haben wir hier nicht. Als London-Spieler ist man es gewöhnt, dass man in der Öffnung keinen Vorteil hat, aber zumindest eine ausgeglichene Stellung. Und dann möchte man im Mittelspiel seinen Vorteil herausspielen. Aber was hat man hier? Hier hat man jetzt sogar einen Nachteil. Hier steht jetzt Schwarz besser. Das kann ja nicht der Sinn sein, wenn ich London spiele. Gehen wir zurück. Also, was funktioniert noch sehr gut gegen London? Habe ich auch in dem Anti-London-Video schon gezeigt. Was auch hier sehr gut funktioniert, ist ein frühes C5. Was ist das Problem mit dem frühen C5? Der London-Spieler möchte sich hier nicht seine Pyramide kaputt machen lassen. Das heißt, er möchte eigentlich nicht hier schlagen. Das heißt, der London-Spieler wird es decken und seine normale Struktur aufbauen. Aber das gibt die Chance für Schwarz jetzt Dame B6 zu spielen. Und wie deckt man jetzt diesen Bauern? Kann man den irgendwie decken? Also ich kann den mit der Dame decken, aber dann verliere ich ja hier den Bauern. Also das geht nicht. Soll ich ihn rausspielen? Das sieht vielleicht jetzt nicht so schlimm aus, aber das ist auch nicht toll, weil das gibt dann Schwarz die Möglichkeit, seinen Läufer zu fianchettieren. Und dann hat Schwarz hier so einen Monsterläufer auf der Diagonalen. Das heißt, schon jetzt stehen wir schlechter, wenn wir versuchen, diesen Bauern zu decken. Das heißt, was man hier machen kann, ist, wenn Weiß sich auskennt, ihn taktisch decken. Und das heißt, wir spielen Springer A3. Und wenn Schwarz jetzt hier schlägt, dann haben wir einen guten Zug. Vielleicht kennt ihr ihn, falls ihr die London-Videos angeschaut habt, kennt ihr ihn vielleicht. Das ist jetzt Springer B5. Und das droht jetzt hier oben mit der Gabel. Jetzt muss Schwarz irgendwie dieses Feld decken. Hier. Könnte er zum Beispiel Springer D5 machen, greift gleichzeitig unseren Läufer an. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Notausgang als Weißer. Und der lautet Dame angreifen, Dame angreifen, Dame angreifen. Das heißt, so mehr haben wir da nicht. Also wir sollten hier nicht versuchen, als Weißer noch irgendwas
irgendwas zu versuchen, sondern wir sollten bloß mit der Zugwiederholung und dem Remis zufrieden sein. Mehr können wir da nicht rausholen. Das heißt, wir hatten jetzt hier ein Remis nach 8 Zügen. Mehr ist nicht drin für Weiß. Dafür spielen wir jetzt nicht unbedingt Schach, dass wir nach 8 Zügen Remis haben. Aber so sind einige Großmeisterpartien gespielt worden, wenn die wussten, da ist einer, der London spielt und ich brauche ein Remis oder so. Dann sind die in diese Variante gegangen, haben ihr Remis, gehen nach Hause, haben einen schönen Tag. Das ist also das Problem, das London einfach hier hat. Dass man gegen das frühe C5 im Grunde nur diese Variante hat, in die Zugwiederholung zu gehen. Oder eben eine schlechtere Stellung zu akzeptieren. Es gibt hier noch eine Alternative. Man kann auch vorbeigehen. Wenn jetzt die Dame kommt, dann kann der Springer nicht den Trick hier machen, dort reinzugehen, weil der Läufer das nicht unterstützt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, der Plan funktioniert nicht. Wir spielen jetzt Springer C3. Und wenn jetzt die Dame schlägt, kommen wir mit dem Läufer zurück, damit der Turm und der Springer gedeckt sind. Jetzt sollte Schwarz sich wieder zurückziehen. Jetzt können wir E4 spielen. Und jetzt haben wir eine Stellung mit Entwicklungsvorsprung für Weiß. Wir haben aber einen Bauern geopfert. Wir haben diesen Bauern geopfert. Haben dadurch natürlich hier auch eine offene Linie. Das heißt, wir haben ein paar Trümpfe für Weiß. Aber wir haben nicht direkt irgendwo was in der schwarzen Stellung, was wir angreifen können. Das heißt, Schwarz kann diesen Entwicklungsrückstand akzeptieren, kann sogar die Dame ganz zurückspielen, dann langsam seine Figuren entwickeln und wird auf lange Sicht einfach einen Bauern mehr haben. Aber das wäre etwas, was man als Weißer gut spielen kann. Also die Stellung hier ist ausgeglichen und wir haben einen Bauern weniger. Das heißt, wir haben Kompensation für den Bauern, durchaus. Aber wir haben jetzt hier keinen Vorteil. Das heißt, wir sehen, das Londoner System hat eben so ein paar Varianten oder ein paar Aufbauten von Schwarz, wo wir Probleme haben, wo wir einen Nachteil kommen oder uns sogar mit so einem Remis rausretten müssen, um keine schlechtere Stellung zu riskieren. Aber es, wie gesagt, es ist immer so ein Wettrüsten. Der eine macht was, der andere macht was. Also, wenn Schwarz hier kommt mit seiner Idee, königsindische Verteidigung, dann funktioniert das so gut gegen London, dass der London-Spieler hier nicht E3 spielen wird, sondern er wird hier seinen Aufbau ändern und wird Springer C3 spielen. Und wenn Schwarz jetzt in seine normale Idee spielt, königsindische Verteidigung, auch sein System, das er versucht aufzubauen, dann hat er hier schon ein kleines Problem, weil das erlaubt nämlich E4. Jetzt muss er E5 verhindern, spielt also sein D6, was er sowieso gespielt hätte auch. Und jetzt haben wir auf der Diagonalen verdoppelt, planen hier hinten den Verteidiger abzutauschen, lange Rochade zu machen. Und dann kommt hier ein wilder Bauernsturm. Das heißt, das ist jetzt für Weiß ein ganz einfacher Plan. Er muss immer ein bisschen darauf aufpassen, E5 zu verhindern. Aber jetzt hat Weiß einen relativ einfachen Plan. Er hat einen starken Angriff. Und das ist sehr angenehm zu spielen. Natürlich hat jetzt hier Weiß keinen entscheidenden Siegvorteil, aber er hat einen gesunden kleinen Vorteil. So klein ist er gar nicht. Und hat vor allen Dingen einen einfachen Plan und ein angenehmes Spiel. Und das ist jetzt schlecht für Schwarz. Aber Wettbewerb, Wettrüsten. Schwarz ist natürlich auch nicht doof. Das heißt, wenn Schwarz sieht, Moment mal, was macht denn der London-Spieler da? Warum spielt er jetzt C3? Man muss immer darauf achten, warum macht der Gegner was und erstmal versuchen, den Plan vom Gegner zu zerstören. Das heißt, wenn Weiß C3 spielt, will er E4 spielen. Also wird Schwarz das verhindern und spielt D5. Und jetzt ist eben kein E4 möglich. Man spielt E3
Und diese Stellung ist jetzt das Rapport-Yubawa-Landen-System. Das heißt, diese Grundstellung ist jetzt das Yubawa-Landen, weil der Springer steht jetzt eben nicht auf D2, sondern auf C3. Wir gehen zurück zu dieser Stellung. Das heißt, wenn Läufer F4 ein bisschen problematisch ist gegen frühes C5 oder gegen königsindische Verteidigung, oder wenn wir bei königsindischer Verteidigung sowieso in das Yubawa-Landensystem wechseln können oder müssen, damit wir unseren Vorteil erhalten oder mindestens gut im Spiel bleiben, dann könnten wir überlegen, ob wir nicht sofort Springer C3 spielen. Und genau das ist die Idee. Wir spielen zuerst Springer C3. Und das hat jetzt viele Vorteile gegenüber dem Londoner System. Denn wenn jetzt Schwarz sagt, okay, ja, ich gehe mal in sein G6, dann ist das jetzt schon ein Fehler, weil dann können wir nämlich jetzt schon E4 spielen. Und wenn er weitermacht, er muss wieder hier E5 verhindern, Schwarz, dann spielen wir den Läufer raus. Und jetzt haben wir die gleiche Stellung wie eben, fast erzwungen, herbeigeführt, wenn der Gegner in Vierenkettieren will. Das heißt, G6 ist sozusagen gegen Yubawa sofort schlecht, erzwungen schlecht, weil wir sofort diese schöne Angriffsstellung bekommen. Das heißt, hier ist für Schwarz G6 sogar schon ein Fehler. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, was ist denn mit C5? Ja, das hat jetzt auch total, ist jetzt auch total lächerlich. Da lachen wir sozusagen mit unserem Yubawa drüber, weil jetzt gehen wir einfach vorbei. Und dieser Trick, der vorhin noch funktionierte gegen London, der funktioniert überhaupt nicht, weil der B2 ist einfach gedeckt. Der B2 ist gedeckt, der Bauer ist gedeckt, wir können als nächstes E4 spielen, Springer entwickeln, H3 spielen, damit hier nichts reinkommt. Wir haben einen richtig schönen Vorteil hier und stehen super. Das heißt, diese Variante funktioniert überhaupt nicht gegen Rapport Yubawa. Das heißt, nur dadurch, dass wir hier mit Springer C3 anfangen, verhindern wir schon die ganzen Probleme, die wir bei London haben können. Das heißt, Schwarz sollte hier wirklich D5 spielen. Und jetzt spielen wir eben unseren Läufer raus. Schwarz könnte zum Beispiel E6 spielen, so der beliebteste Zug, und dann spielen wir E3. Und jetzt haben wir wieder genau unsere Grundstellung erreicht vom Yubawa-Landen. Der Springer steht eben auf C3 und nicht auf D2. Und hier sehen wir eben auch so ein bisschen den Nachteil. Der Nachteil ist, im London steht jetzt der Springer nicht unserem Bauern im Weg rum. Das heißt, hier könnten wir jetzt die Pyramide bauen. Oder wir könnten sogar C4 spielen. Das heißt, alles, was Vorteile hat, hat eben auch kleine Nachteile. Hier stehen wir jetzt ein bisschen dem C2-Bauern im Weg rum mit dem Springer. Wenn ihr hier, was auch kritisch ist oder was auch unangenehm ist beim London, so einen Nachspieler habt, der Läufer F5 spielt, das hat man bei London gerne, und das ist auch eine gute Idee gegen London, Läufer F5 zu spielen, weil beim London ist ja oft so die Idee der Angriff hier auf H7. Und das ist natürlich jetzt viel schwieriger. Also wenn man jetzt mit dem Läufer hier kommt, dann wird er weggetauscht. Und dann ist man seinen schönen Läufer los, der ja eigentlich hier so schön aus dieser Bauernpyramide rausgucken soll. Das heißt, Läufer F5 ist für Schwarz auch eine gute Methode, gegen London zu spielen. Und wir könnten jetzt ganz normal in unsere Grundstellung gehen vom Yubawa. Wir haben aber hier auch eine gute Alternative als Weißer. Wieder sehr aggressiv. Und das wäre hier F3 zu spielen. Also auszunutzen, dass dieser Läufer hier steht und angreifbar ist mit Tempo. Das heißt, Dame raus, lange Rochade. Und dann können wir mit Tempo den Bauernsturm am Königsflügel starten. Das heißt, diese
Nachspielvariante gegen Jobava gibt uns eine schöne Möglichkeit, Spaß zu haben, indem wir eben hier auf F3 wechseln. So, hier haben wir unsere Grundstellung. Was kann Schwarz hier noch machen? Er könnte viel falsch machen. Wenn er zum Beispiel jetzt den Springer entwickelt, dann haben wir eine ganz typische Idee. Im Jobava landen, die wir eigentlich im normalen London nicht haben. Weil dort steht unser Springer hier und nicht dort. Seht ihr die Idee? Genau. Jetzt haben wir hier diese Schwäche bei Schwarz auf C7 und können das angreifen. Und was macht er jetzt? Jetzt muss er im Grunde sein Läuferpaar geben. Und wir haben jetzt wirklich einen stabilen, sicheren, guten Vorsprung. Eine bessere Stellung, die wir lange halten können bis ins Mittelspiel. Ganz einfach, weil wir das Läuferpaar haben. Weil seine Bauernstruktur ein bisschen kaputt ist. Und wir spielen einfach C3, Springer F3 und haben ein angenehmes Spiel. Das heißt, Schwarz kann hier schon viel falsch machen. Auch C5 ist hier nicht gut, weil das erlaubt uns nämlich wieder jetzt Springer B5. Und jetzt kann er noch nicht mal mehr den Läufer dazwischen stellen. Das heißt, er müsste jetzt das Feld decken, C7 decken mit dem Springer. Und jetzt bauen wir unsere Pyramide auf. Und dieser Springer ist unangreifbar für ihn, quasi. Da kann er jetzt im Grunde aktuell gar nicht rankommen. Oder müsste irgendwie den Läufer dafür geben. Unser Läufer ist auch noch hier drauf. Also, das ist wirklich unangenehm. Und natürlich, das ist jetzt als Stellung, ist das schon halbwegs jetzt ausgeglichen. Aber bei Schwarz ist der ganze Darmflügel im Grunde paralysiert. Ich meine, was macht jetzt dieser Springer hier? Das heißt, wir haben hier einen schönen aktiven Springer und er hat einen schlechten Springer. Und das ist unser Vorteil, den wir aus dieser Stellung haben. Was für Schwarz hier Ausgleich wäre und okay wäre, ist im Gleichläufer D6 zu spielen und zu sagen, okay, ich tausche den. Jetzt könnten wir als Weißer den sogar tauschen, wenn wir wollen. Haben wir keinen Vorteil von. Wir können G4 spielen, um schon unseren Bauernsturm am Königsflügel ins Laufen zu bringen. Oder wir könnten Dame F3 spielen, und um dann mit der Dame den Läufer zurückzuschlagen. Und dann haben wir die Dame hier schon am Königsflügel. Und dann ist es schon sehr unangenehm für den König, sozusagen hier rein zu ruschieren, wenn unsere Dame schon hier rumsteht. Das heißt, das ist für uns auch gut. Das, was hier so ein bisschen kritisch ist, das wäre so aus meiner Sicht der beste Zug, auch der beste Engine-Zug, dass wir eben Läufer B4 und Läufer B4 fesselt natürlich unseren Springer. Und wie reagieren wir darauf? Man sollte hier, also man kann jetzt hier A3 spielen und ihn zum Schlagen zwingen. Dann haben wir eben unsere Bauernstruktur ein bisschen kaputt. Wir können den Springer mit Dame D3 decken. Oder wir könnten Springer GE2 spielen, um den Springer zu decken. Sowas können wir machen. Steht Schwarz leicht besser. Was hier nicht so gut ist, ist Läufer D3. Das war zum Beispiel so, wie ich gespielt hatte gegen die Stockfish-Engine Stufe 8 auf Leashes. Und da bin ich dann sehr schnell eingegangen, weil hier gibt es einen starken Zug für Schwarz, das wäre C5. Wenn ihr wollt, schaut euch das Drama nochmal an, wie ich da verloren habe. Hier müsste man eigentlich schlagen und da hat man so eine Stellung, aber hier steht natürlich Schwarz jetzt besser. Das ist jetzt nichts, was man wirklich spielen wollte. Das heißt, das Beste wäre hier schon sowas wie Dame D3. Wenn man diese Stellung verhindern will,
kann man hier schon Springer B5 spielen. Da sagt er jetzt vielleicht, okay, was soll das denn? Ich meine, der Springer ist ja jetzt gar nicht durch den Läufer gedeckt und der Bauer kann den Springer ja einfach wieder wegschubsen. Na, wartet mal ab. Also erstmal muss er ja decken. Er möchte ja hier nicht irgendwie sein Läuferpaar geben. Jetzt baut man eben normal seine Pyramide auf. Und wenn er einen jetzt vertreibt, geht man eben zurück. Und jetzt muss er sich überlegen, was er da mit seinem Springer macht. Will er den da wirklich stehen lassen, dass ich ihn schlagen kann und er dann zwei Randbauern hat? Er muss ihn schon wieder spielen. Und wohin spielt er ihn? Und er wird dann wieder nach C7 spielen. Aber diese Stellung ist jetzt besser für Weiß. Warum? Weil dieser Springer gehört eben nicht nach C7. Was macht er auf C7? Er guckt ja bloß auf die eigenen Bauern. Da muss er aber nicht. Die muss er aber nicht decken, die sind sowieso gedeckt. Das heißt, wir hätten es jetzt in dieser Variante geschafft, dass Schwarz seinen Springer deplatziert. Und das gibt uns einen kleinen Vorteil eben. Und als nächstes machen wir eben normal unseren Plan weiter. Läufer D3, vielleicht zuerst A3, um hier diese Fesselung zu verhindern. Springer raus, Rochade machen und dann irgendwann auf E4 Vorstoß gehen. Das wäre so eine Idee. Das heißt, durch diesen Trick, früh Springer B5 zu spielen, zwingen wir seinen Springer auf eine schlechtere Position. Und das ist eben menschlich. Wenn ein Mensch hier seinen Springer entwickelt, dann wird er ihn nicht wieder zurückspielen, sondern spielt er ihn hier hin. Und da steht er eben schlechter. Wenn es ein Computer ist, der wird den Springer wieder zurückspielen, einfach. Und dann den Springer nach D7 spielen. Aber hier hätten wir jetzt als Weiße, sagen wir mal, das erreicht, was wir erreichen wollen. Fazit. Was können wir als Fazit sehen? Die königsindische Verteidigung oder ein frühes C5 ist unangenehm für einen London-Spieler. Es ist keine Katastrophe, aber es ist unangenehm. So unangenehm, dass wir gegen königsindisch nicht an unserem London festhalten, sondern eh ins Rapport-Yubawa-System reinspielen. Oder gegen C5 uns vielleicht sogar mit einer Zugwiederholung begnügen müssen. Das heißt, wenn wir in der einen Variante sowieso ins Yubawa kommen, warum nicht das Yubawa von Anfang an spielen und mit Springer C3 anfangen? Das heißt, es ist wirklich eine gute Alternative, die man sich mal anschauen kann. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier einen Überblick gegeben und so ein bisschen die Ideen vermittelt, dass ihr es einfach mal ausprobieren könnt, dass ihr einfach mal schaut, was für Stellungen bekomme ich. Gefällt mir das, was ich da bekomme? Ist das was? Und ich werde in Zukunft bestimmt auch nochmal zwei, drei Partienanalysen zu dem Thema machen, wo ich euch einfach zeige, wie hat das jetzt ein Rapport gespielt, wie hat das ein Yubawa gespielt. Einfach, wie spielen es andere? Einfach, dass ihr mal eine Idee habt, welche Varianten wählen die? Wie gehen die ins Mittelspiel? Welche Stellung streben die an? Und ich glaube, dann haben wir auch nicht nur vom Londoner System einen guten Überblick gewonnen, sondern auch vom Rapport Yubawa London. Bis dann. Tschüss.